So, dann habe ich mir noch ein neues Spielzeug geholt. Und zwar auch von der Firma Petromax. Und zwar die sogenannte HL1 heißt die. Das ist also eine Petroleumlampe. Die werden wir auch nachher mal ausprobieren, wenn es ein bisschen dunkler ist. Ja, ich hatte vorher, kostet ja um die 15 Euro, also das finde ich jetzt auch noch vom Geld her in Ordnung. Ich hatte vorher immer die hier. Das war so eine für 5 Euro. Ist halt natürlich so, dass die Petromax qualitativ da schon eine andere Schiene ist. Also, wenn man die mal anschaut, ich hoffe, man kriegt es so drauf. Also das ist alles sauber gefaltet. Vom System her sind die ja alle gleich. Das heißt, dass ich habe hier einen Hebel. Schauen wir mal, ob wir hinkriegen. Ja, ich habe hier einen Hebel, mit dem ich praktisch, ne, das Glas hochklappe und dann praktisch an, ja, jetzt sieht man es, an den Docht komme, um das Ganze anzuzünden. Kann ich praktisch anzünden, dann brennt er und dann setze ich es drauf. Das machen wir nachher dann nochmal, wenn es dunkel ist. Ja, ist halt mit Glas. Hier oben ist der Abzug. Ist hier nochmal ein kleiner Henkel drauf, wo man es aufhängen kann. Oder man hängt es halt, kann man es hier so also auch halten und nehmen. Klappt also so nach unten, dass da auch keine Hitze hinkommt, dass man sich die Finger verbrennt. Dann haben wir hier also so ein Rädchen. Mit dem stelle ich also den Docht nach. Ich hoffe, schauen wir mal, jetzt, wenn man da dran dreht, kommt der raus. Der verbrennt natürlich oder brennt natürlich ab. Und dann kann ich ihn damit, wie gesagt, aber auch die Lichtstärke einstellen von der Lampe. Hier haben wir den Tank hier unten drin. Da kommt, wie gesagt, das Petroleum rein. Gummidichtung. Ja. Heidi, geht da weg, das ist heiß. Und neuen Hund dabei. Verbrennst du die Schnauze? Ja, das ist also ein ganz nettes Spielzeug, sage ich jetzt mal, für die Jagdhütte oder ja, fürs Auto da einfach reinpacken. So eine Flasche Petroleum noch dazu, kann man auch gut Lagerfeuer mit anmachen. Und wie gesagt, bringt dann recht schönes Licht. Das zeige ich euch dann nachher. Ist wie gesagt hier so ein ganz einfaches Hebelsystem, womit man das Glas dann hochpackt, ne? Zack, so, schließt also richtig, zack. Gehen wir also ein bisschen hier rüber, ne? Hier unten ist dann, rastet es ein. Und dann, wie gesagt, machen wir das Ding wieder auf. Und dann sitzt es hier fest drin. Ja, das Glas kann man also auch entfernen, wenn das mal kaputt geht. Oder einfach zum Reinigen schwarz, wenn man zum Beispiel, sag ich mal, schlechtes Petroleum nimmt. Da gibt es auch wieder Unterschiede. Jetzt ziehe ich also hier oben an und kann dann praktisch die Bügel hier nach vorne klappen. Ne? Zack. So, und dann habe ich hier also das Glas. Ja, machen wir das gleich kaputt. Und kann hier praktisch also auch nochmal den Brenner austauschen. Schauen wir mal, ob wir den rausbringen. Und da habe ich dann praktisch das System, das kann auch mal kaputt gehen. Und schon ein bisschen Petroleum drin. Und kann das dann praktisch hier austauschen. Hier ist so eine, da wird das praktisch dann reingeklemmt. Ich hoffe, ja, man sieht es, ist nicht schwierig jetzt. Da klemmt man das dann so rein. Jetzt ist eingerastet und dann hält das ganze Spiel auf Druck. Jetzt machen wir das Teil mal wieder rein. Mal ein bisschen üben. Jetzt.
und dann wird es hier oben durch die Feder, da ist eine Feder drin, wird das Glas praktisch hier drauf gepresst und hält dann auch. Ja. Ist also so, ich sag mal, aus Blech gemacht, ja, schaut mich jetzt so ein bisschen vernickelt an. Funktioniert also, denke ich mal, ganz gut. Also hat die alte schon gut funktioniert, jetzt bin ich mal gespannt, wie die neue funktioniert. Schöner an den Dingern ist halt, dass man sämtliche Ersatzteile kriegt. Also ich kriege den Docht dazu, ich kriege den Brenner. Wenn ich den Tankdeckel verliere, gibt es den extra. Also dann ist die Lampe praktisch nicht kaputt, sondern kann wieder auf den neuesten Stand gebracht werden. So billige, die funktionieren genauso. Hier auch der Docht drin, Tankdeckel. Auch hier zum Ziehen. Wichtig ist auch, wie gesagt, das sieht man jetzt an der hier schön, das ist ziemlich verrußt, also kein Petroleum, kein gefärbtes Petroleum oder kein 1 Euro Petroleum oder 2 Euro Petroleum nehmen. Die sind meistens relativ unrein und brennen auch dementsprechend schlecht ab. Das heißt, man hat immer das Problem, dass das Glas verrußt, aber das zeige ich euch später, wenn das Ding mal brennt. Also wie gesagt, gutes Petroleum. So ein Zeug muss jetzt dann nicht unbedingt von Petromax sein, aber einfach einen guten, ordentlichen Hersteller. Ja, dann werden wir das Ding nachher dann mal anwerfen, wenn es ein bisschen dunkler ist. Und dann schauen wir mal, wie es funktioniert. So, jetzt wird es langsam dunkel. Und jetzt probieren wir mal die Lampe aus. Was. Stellen wir die jetzt mal hoch, also das Glas hoch. So. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Feuer. So. Schon brennt's. So. Passt. So, jetzt tun wir hier ein bisschen, also durch das Rauf und Runter mache ich praktisch die, wie hell das ist. Wunderbar. So, dann werden wir uns gleich mal den Hub anschauen. Also, funktioniert ganz gut. So, na. Na komm. Das Gute ist an den Dingern, dass die erschütterungsunanfällig sind. Das kann man also mit den Glühstrümpfen nicht machen.